Talk 49. Herbert Schweiger ist der Geschäftsführer der Volkshochschule in Wien. Herbert Schweiger, willkommen an Tram 49. Hallo. Herbert Schweiger, du bist Geschäftsführer der Volkshochschule Wien. Wie war deine erste Begegnung überhaupt mit der Volkshochschule in Wien? Also ich bin jetzt auch schon über 60, wenn ich zurückdenke, meine erste Begegnung war eigentlich als Jugendlicher. Und zwar wollte ich Gitarre lernen. Und da bin ich an die Kunst-VHS, heute Kunst-VHS, damals noch Künstlerische Volkshochschule, gegangen, um das auszuprobieren. Ich habe dann bemerkt, dass ich nicht unbedingt mit Talent gesegnet war und habe dann wieder aufgehört. Und etwas später ging ich wieder an die Künstlerische Volkshochschule und habe dort Cartoon-Zeichnen gelernt, was ich später auch ein paar Jahre beruflich gemacht habe. So, du hast Gitarre gelernt, Zeichnung gelernt. So, das ist Diversität. Ja, absolut. Das ist faszinierend an den Wiener Volkshochschulen ist ja, dass es so gut wie nichts gibt, was man nicht lernen könnte. Und da sind wir auch stolz darauf, weil wir so einen breiten Lernbegriff haben. Und das Interessante ist auch, dass ich das lernen kann, was mir Spaß macht. Spaß. Genau, das ist es. Die Wiener Volkshochschule, es macht Spaß, hier zu kommen, ja, und lernen. Und das ist das Stärke, dieses Soziales. Wiener Volkshochschule irgendwie ist Haus der Begegnung, nicht nur sitzen und lernen. Richtig, ich meine, wir haben ja auch die Häuserbegegnung, sie werden nicht mehr so genannt in Zukunft wieder, aber es ist schon das Soziale, das, was mir gefällt an der Wiener Volkshochschule ist, wenn Leute miteinander einen Kurs machen, dann machen sie ihn nicht, weil sie aus einer bestimmten Schicht kommen oder sich über diese Schichten kennengelernt haben, sondern sie machen es aus einem gemeinsamen Interesse heraus. Also sie wollen alle etwas Bestimmtes lernen. Und dabei ist es vollkommen egal, aus welcher Schicht sie kommen, welchem Geschlecht sie sind, welchen Glauben, das ist vollkommen egal. Und das ist das Tolle daran, weil das eigentlich ein sehr inklusives Format hat. Wir sind im Corona momentan. Mhm. Das ist alles gefährdet momentan, dieses Zusammenkommen. Wie schafft man das online zu machen? Naja, am Anfang ist es ganz schwierig, weil die wenigsten Leute diese Grundkompetenzen mitbringen. Also wer kannte noch vor einem Jahr Zoom zum Beispiel? Ja, kein Mensch wahrscheinlich oder ganz wenige. Das ist einmal die eine Herausforderung. Die andere Herausforderung, wie gestalte ich das Soziale miteinander im Internet? Und das ist sicher sehr schwierig, es funktioniert aber. Wir merken, dass das insbesondere Kurse, die sich vorher schon lange gekannt haben, die schaffen das auch über das Internet sehr gut. Die treffen sich dann sogar privat über das Internet. Und was halt die Chance auch ist bei solchen Formaten ist, es kommen andere Menschen hinzu, die sonst vielleicht weniger Möglichkeiten haben. Wir wissen zum Beispiel, dass Menschen mit Behinderungen, insbesondere wenn sie körperliche Einschränkungen haben, daraus profitieren. Sie können plötzlich Kurse mitmachen, die sie live nicht mitmachen könnten, also in Anwesenheit. Also es gibt ja wohl die Exklusion, das heißt, das sind die Menschen, die schlechte oder wenig Erfahrung haben mit Internet und Kompetenzen haben, wenig. Es gibt aber auch eine Inklusion, die sich erhöht hat, nämlich die Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Auch für Menschen, die weit weg von Wien leben vielleicht. Schränkt man das ein auf Wien, Raum Wien oder ganz Österreich? Also aufgrund dessen, dass ja unser größter Fördergeber die Stadt Wien ist, ja, schränken wir es natürlich auf Wien ein, weil es die Stadt Wien möchte natürlich vordergründig Wienerinnen und Wiener fördern. Ja. Wir lehnen natürlich niemanden ab, weil er nicht gerade aus Wien ist, aber in der Regel wenden wir uns schon an Wienerinnen und Wiener. Nach der Pandemie, wann immer das sein wird, wir werden viele Vorteile mitnehmen, die wir dann im Anwesenheitsunterricht auch verwenden können. Also zum Beispiel das System des Flipped Classrooms, ja, wo ich im Prinzip nicht mehr im Kurs lerne, sondern im Kurs das, was ich gelernt habe zu Hause, versuche umzusetzen. Wo es also zum Beispiel bei Sprachen mehr um Konversation gibt
Und das probiere ich dann in der Gruppe aus. Ne? Wir werden auch ganz andere Materialien zum Lernen vorfinden. Ich kann dann im Internet ablegen für die Kursteilnehmerinnen die Lernmaterialien. Und jeder kann sich nehmen, das, was er unbedingt braucht, aber darüber hinaus kann er sich noch Dinge downloaden, mit denen er zu Hause lernen kann. Also da sind schon ganz interessante Geschichten dabei. Und ich kann aber dann den Präsenzunterricht hoffentlich auch in der Zukunft wieder aufrechterhalten. Aber ich habe zusätzlich neue Mittel, um den noch besser zu machen. Diese neuen Mittel, wie kommen die Lehrerinnen, Lehrer zurecht mit dem ganzen Online? Also ich würde sagen, so wie wir alle. Es gibt welche, die haben ganz wenig Probleme von Anfang an gehabt, weil sie schon eine hohe Affinität hatten. Es gibt aber genug Menschen, auch Lernende und auch Lehrende, die auch am Anfang ihre Probleme hatten und jetzt in der Corona-Krise einfach dazugelernt haben. Und ich glaube, sehr viele von uns haben dazugelernt. Also ich glaube, dass die digitalen Grundkompetenzen deutlich gestiegen sind unter Corona, was wahrscheinlich Jahre gedauert hätte, um es sonst gesellschaftlich umzusetzen. So gezwungenermaßen irgendwie. Ja, vieles funktioniert leider über gezwungenermaßen. Ja. Genau. Altersgruppen, welche Altersgruppen spricht das Ganze an? Schließen wir mit Online-Learning bestimmte Gruppen aus mit das? Ja. Ich würde aber nicht sagen, dass es vom Alter abhängig ist. Also wir haben ja mittlerweile, wir hatten ja früher sehr viele Kurse rein für Seniorinnen zum Beispiel, weil Seniorinnen wenig Kontakt mit IT-Technologie hatten. Mittlerweile ist jemand, der 70 ist, hatte schon im Berufsleben Kontakt mit Computern etc. Das heißt, diese Altersgap, was die älteren Menschen betrifft, setzt sehr spät ein. Was wir aber merken, und das haben wir schon jetzt auch im Beginn von Corona bemerkt, ist, wir schließen Menschen aus, die wenig Einkommen haben, die oft auch formal schlechter gebildet sind. Das ist ja oft ein Grund, warum ich auch schlechteres Einkommen habe. Die schließen wir aus und auch solche, die aufgrund dieser Situation nicht die Devices, also die nötigen Geräte dafür haben. Wir müssen uns, glaube ich, darauf einstellen, dass wir in Zukunft sehr viel, wir denken immer, wenn wir an Computerunterricht denken, denken wir immer an Laptop. Ja? Viele haben gar keinen Laptop, weil sie ihn auch nicht brauchen und wegen uns werden sie sich nicht kaufen. Sondern wir müssen denken, was mache ich mit dem Handy? Weil Handy haben viele und Smart-Handys hat fast jeder, unter Anführungszeichen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie das verwenden können, dass sie einen guten Zugang haben zu Internet, einen günstigen Zugang. Das machen auch die Wiener Volkshochschulen zum Beispiel. Die Wiener Volkshochschulen haben eine Aktion gestartet, gemeinsam mit A1, wo wir ganz günstig Modems hergeben an Leute, die kein Internet haben. Kostet mit einem Laptop dazu im Monat 20 Euro, mit Downloadrate 5 MB, ja, wenn sie bei uns einen Kurs machen. Und wenn sie sich das nicht leisten können, haben wir einen Fonds, der das auch noch übernimmt. Jeder findet was bei Volkshochschule Wien. Richtig. Jeder, egal ob man reich, arm. Das war immer schon so. Also die Volkshochschulen haben ja auch immer das Ziel gehabt, auch Menschen, die nicht viel Geld haben, die Möglichkeit zu geben, Bildung zu genießen. Das heißt eben Bildung für alle, das ist ja unser Slogan seit jeher. Und jetzt versuchen wir es halt über diese Schiene, weil wir gemerkt haben, hier entsteht ein sozialer Gap. Ja? Aber in der Vergangenheit, und das ist auch heute noch so, Sie können in den Wiener Volkshochschulen einen Kurs besuchen um 1 Euro pro Unterrichtseinheit, wenn Sie eben sagen, ich habe kein Geld, ne? Und das auch belegen können, also zum Beispiel mit einem Mobilpass. Okay, so wirklich, es steht nicht im Weg. Nein. Und natürlich Zukunft, die Zukunft kommt, egal ob man will oder nicht. Ja. Vergessen wir die Pandemie, welche großartige Neuerungen habt ihr vor für die Zukunft? Naja, vergessen, die Pandemie ist nicht so einfach, weil die Neuerungen, die wir haben, bauen so einen Teil auf den Erfahrungen der Pandemie auf. Also zum Beispiel etwas, was wir neu geschaffen haben in der Pandemie und beibehalten werden, sind die sogenannten Kurse mit Heimvorteil. Das sind Kurse, die ich in Zukunft besuchen kann und wo ich aber sagen kann, notfalls möchte ich auch über den Computer hinein. Weil zum Beispiel, wenn Sie heute früher krank waren in einem Kurs, mehrere Wochen, da haben Sie den Kurs mehr oder weniger wiederholen müssen. Und jetzt können Sie aber in Echtzeit live in Ihren Kurs einsteigen beim Heimvorteil und obwohl Sie zum Beispiel einen Liegegips haben, daran teilnehmen.
Obwohl die anderen sitzen dort gemeinsam und ich komme halt über den Computer rein, weil ich gerade nicht anders kann. So, einfach, Volkshochschule wird nicht mehr, was es war. Es wird besser, scheint so sein, mit vielen, vielen neuen Vorteilen online. Das ist die Welt von morgen und wir sind jetzt drinnen. Aber letzte Frage, wird die Volkshochschule noch hier in 150 Jahren sein? Ich hoffe es. Ja, und ich bin auch überzeugt, dass es jetzt noch sehr lange geben wird. Aber was, also 150 ist schon heutzutage eine Dimension, so lang kann man nicht denken, denke ich. Aber also die nächsten 20, 30, 40 Jahre würde ich schon sagen, dass es noch gibt. So, unser wöchentlicher Sozialhöhepunkt bleibt der Wahl. Herbert Schweiger, vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Talk 49. 49. 49. 49.